Das Evangelium vermittelt uns den Eindruck, dass Jesus sich informieren möchte, wie denken denn die Menschen über mich? Wie weit habe ich es bisher gebracht? Wie weit haben sie mich verstanden? Wer bin ich für sie? Es scheint, Jesus möchte eine Zwischenbilanz erstellen. Und er kommt zu der Frage, ja, und ihr, die ihr mit mir auf dem Weg seid, die ihr euch für die Nachfolge entschlossen habt, die ihr euch ansprechen habt lassen, für wen haltet ihr mich? Die Menschen haben, so wurde berichtet, vermutet, ja, in Jesus ist der Johannes, der Täufer, wieder gegenwärtig als Auferstandener oder der Prophet Elia oder ein anderer Prophet wie Jeremia oder sonst wer. Jesus meint, ihr, die ihr mit mir auf dem Weg seid, ihr könnt mich besser kennen. Ihr müsstet schon ein bisschen mehr begriffen haben und tatsächlich meldet sich Petrus zu Wort und sagt, du bist der Christus, also der von Gott Gesalbte, der von Gott mit den Gaben des Geistes ausgestattete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt ihm, wie er, Petrus, zu dieser Einsicht gekommen ist. Petrus, du hast wirklich begriffen, wer ich bin. Und dass du das begreifen konntest, war nicht in erster Linie dein Werk, war nicht in erster Linie jetzt das Ergebnis deiner Überlegungen. Nein, nicht Fleisch und Blut haben dir das zu erkennen gegeben, sondern mein Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel, mit dem ich in Beziehung stehe, von dem her ich komme in diese Welt, dieser Vater im Himmel hat dir direkt ins Herz gegeben, wer ich bin. Das ist der einzige Weg, dass ein Mensch, ob nun Petrus, später Paulus oder andere, auch wir hier in Linz, wenn ein Mensch zur Erkenntnis, und zwar zur Erkenntnis Gottes kommen möchte, dann einzig durch die Hilfe Gottes, durch das Wirken Gottes, durch den Geist Gottes. Der Apostel Paulus, von dem wir in der zweiten Lesung gehört haben, dass er staunt über die Weisheit Gottes, dass er staunt über die Unergründlichkeit der Entscheidungen Gottes, der selbst aus einer Erfahrung spricht, er macht ganz deutlich, dass der Mensch bei weitem überfordert wäre, wenn es um das Erkennen Gottes geht. O Tiefe des Reichtums! Petrus durfte erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und überraschenderweise verbietet Jesus dem Petrus und den anderen, jemanden zu sagen, dass er
der Christus sei. Sagt es nicht weiter, was ihr begriffen habt. Das mag überraschen. Es überrascht nicht, wenn wir bedenken, dass Jesus große Mühe hatte, die eigenen Jünger und die anderen zum rechten Verständnis zu führen. Und die eigenen Jünger und die anderen müssen erst erleben, miterleben, wie der Weg des Messias weitergeht. Erwartet wurde und wird oftmals ein Messias, der politische Veränderungen bringt, radikal, der die Welt völlig verändert, der Wunder wirkt ohne Zutun der Menschen. Wie oft erwarten wir Veränderungen und fördern dabei nicht den Glauben der Menschen, der notwendig ist, damit Gott verändern kann? Erwartet wurde und wird nicht selten von einem Messias, dass er alles ändert. Jesus muss den Weg weitergehen und er geht ihn bis zum Karfreitag. Der Vater weckt ihm auf, schenkt ihm das ewige, neue Leben. Die Herrlichkeit des Vaters wird nun voll wieder die Herrlichkeit des Sohnes. Und dann dürfen wir denken an den heiligen Thomas, dem Apostel, der anfangs noch nicht glauben konnte, wie der Weg Jesu weitergeht. Nachdem der Auferstandene sich dem Thomas zeigt, bekennt dieser: Mein Herr und mein Gott. Das Bekenntnis des Thomas hat ganz große Ähnlichkeit mit dem Bekenntnis des Petrus. Petrus sagt: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Thomas sagt: Mein Herr und mein Gott. Thomas war schon zeitlich länger mit dabei als damals Petrus. Thomas hat schon das Sterben und Auferstehen Jesu miterlebt und auch in sein Bekenntnis, in seine Stellungnahme hineinverwoben. So sind auch wir Jüngerinnen und Jünger Jesu, die den Weg mit Jesus gehen und auch ständig neu uns vertiefen müssen in den Reichtum Gottes, in die Weisheit Gottes. Und je besser wir Jesus kennenlernen, desto tiefer wird das Bekenntnis aus dem Herzen kommen. Auch wir können und müssen gelegentlich schweigen und können nicht erklären, warum und wie Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist. Manchmal muss abgewartet werden, damit die angesprochene Person das Vorverständnis hat für all das, was uns Jesus sagen möchte. Schritt für Schritt führt uns Gott, der Vater, in die tiefere Gemeinschaft mit sich, durch den Sohn. Wie auch immer unser aktuelles Bekenntnis aussieht, wir dürfen damit rechnen, in Zukunft
werden wir noch besser und tiefer begreifen und erleben, wer Jesus ist. Amen. So wünsche ich uns und allen Menschen, dass uns die Augen aufgehen, ähnlich wie den Emmaus-Jüngern.